Ja klar, endlich wieder Sport. Ich muss sagen, hat uns natürlich gefehlt. Vor allem endlich wieder Sport vor Publikum. Ich sage ja immer, das Autokino macht alles möglich. Hier gibt es ja nicht nur Kino, hier gibt es im wahrsten Sinne des Wortes wirklich großes Theater. Hier gibt es eigentlich alles, was wir dachten, was wir in der Corona-Zeit nicht erleben dürfen. Hier gibt es Zirkus, hier gibt es Gottesdienste, hier gibt es Hochzeiten und jetzt eben auch noch Sport. Ich finde es super, die PSD Flight Night, das ist also Stabhochsprung vom Feinsten. Ich meine, vor ein paar Monaten im März, als die Restriktionen eingeführt wurden, als Olympia verschoben wurde, da hatten wir zwar die Hoffnung, dass diesen Sommer in irgendeiner Art und Weise noch etwas stattfinden kann. Dass das schon im Juli passiert, hätte ich nie mit gerechnet. Und dass da noch Zuschauer dabei sein können, dafür mache ich den Sport und ist einfach genial. Ja, super, super Veranstaltung. Schön, endlich mal wieder ein Sportevent auch live mitzuerleben. Also von der Stimmung her echt top. Ja, ich bin total eifersüchtig auf die Stabhochspringer. Also es ist eine ganz tolle Sache hier im Autokino Düsseldorf. Und ja, da wäre man gern selber ein Teil davon, aber so bin ich hier und kann es mir wenigstens angucken. Corona hat so viel Geduld erfordert und es ist schön, dass es so langsam wieder anfangen darf. Das ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn man direkt den Nebenmann hat und klatschen kann. Aber es geht trotzdem super, auch wenn die Fenster unten sind. Da kann man trotzdem immer noch die Athleten sehr gut anfeuern und mit der Musik, das passt schon und macht auf jeden Fall riesen Spaß. Also die Atmosphäre und das ganze Event war auf jeden Fall cool. Mit meiner eigenen Leistung bin ich jetzt nicht ganz zufrieden, aber die Veranstaltung ist auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Trotz der kleinen Unterbrechung wegen dem Wetter. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass es nochmal in Zukunft wiederholt wird. Auf jeden Fall, einmalig ist das. Man ist sehr nah bei den Athleten, die Stimmung ist gut, macht Spaß. Super, ist echt eine tolle Atmosphäre. Das ist natürlich ein bisschen doof, dass hier eine Unterbrechung war wegen Sturm und dass die Athleten jetzt hier mit so schwierigen Bedingungen zu kämpfen haben, aber ansonsten super Idee und auch gute Umsetzung. Ja, super hier, mal was anderes. Also total innovativ und cool gemacht. Ja, wir sind 4 Stunden heute Nachmittag gefahren, aber das war es auf jeden Fall jetzt schon wert. Es ist schön, dass man sich zumindest wieder begegnen kann, ein bisschen gemeinsam feiern kann, ein bisschen gemeinsam, wie soll man sagen, großartigen Sport erleben können, wie heute Abend. Schon was wert.